weil wir wollten euch das Thema rechtzeitig ans Herz legen, bevor wir woanders damit aufschlagen. Und eigentlich muss der Mario damit beginnen, weil seine Idee war es. Ja. Wenn wir schon eigentlich sind, eigentlich bis heute 14 Uhr, wollten wir es aber euch zeigen. Und dann hat die Technik versagt. Tja, also der, die Idee ist folgende, ich glaube einige von euch kennen die Nika-Liste, das ist so eine Mailingliste für Datenjournalisten, die kommt aus den USA. Und wenn man sich da einträgt, da gibt es Anfragen, technische Anfragen, wie visualisiere ich etwas ohne KTTP, wer hat Bock oder wer hat Ahnung davon, wer hat Bock damit ein Projekt zu machen und so weiter und so fort. Und wenn man sich da einträgt, dann, also die Mailbox explodiert, außerdem ist es sehr Amerika-lastig. Und unsere Idee war jetzt einfach, das auf den deutschsprachigen Raum zu übertragen, einfach eine Mailingliste ins Leben zu rufen, bei der man einerseits Projekte sozusagen anteasern, bewerben kann, hey, ich habe was Neues gemacht, schaut euch mal das an. Vielleicht auch in einer Art Beta-Test, bevor es live geht. Zum Zweiten Unterstützung finden, technische Unterstützung. Ich brauche jemanden, der das und das kann, wer kann mir da ein paar Tipps geben oder auch Links schicken. Und zum Dritten vielleicht auch so ein bisschen Austausch, Networking, Leute zu finden, nicht nur am Stammtisch regional in München zum Beispiel, sondern eben auch über die Grenzen hinweg, so im gesamten deutschsprachigen Raum. Genau, die Liste sollte heute online gehen, hat noch nicht ganz geklappt, aber ich denke morgen. Genau, also wir haben dafür, wir haben auch noch so eine kleine Umfrage eben gestartet, um da zu sehen, ist da eine Resonanz da. Wir haben uns mal so ein paar Leute zusammengesucht, wo wir denken, die sind mit dem Thema stark befasst im deutschsprachigen Raum und haben dafür eben eine recht gute Resonanz gekriegt. Und einer war so begeistert, Sebastian Mondial heißt der, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, hat auch bei diesem Offshore-Leaks damals eine führende Rolle gespielt. Der hat dann von eben gleich angeboten, hey, coole Sache, ich hoste euch das und setze euch den Server eben auf. Und der ist da eben gerade noch am Stricken dran. Aber es kann sich ja nur noch um ganz wenige Stunden oder Tage halten und wir werden das dann eben auch bekannt geben. Der Arbeitstitel, oder nicht nur der Arbeitstitel, der Titel soll eben sein DDJ DACH, Data Driven Journalism, Deutschland, Österreich, Schweiz. Du hast noch Liechtenstein dazu geschrieben, aber Dachli klingt dann vielleicht ein bisschen. Ich wollte dich nicht ausschließen, obwohl ich nicht weiß, dass das nicht Datenjournalisten sind. Ja, ich habe noch keinen gesehen. Falls jemand sich jetzt denkt, boah, DDJ Dach, das gebe ich gleich als URL ein, das funktioniert, aber lasst euch nicht täuschen, das Formular, das dort ist, führt aktuell ins Nichts. Wir werden es bekannt geben, sobald es funktionstüchtig ist. Und wir können uns auch gleich zu unserer Selbstkritikfähigkeit bekennen. Ja. Ich habe auch mit dem Olli lang drüber diskutiert und wir haben da hin und her gerungen, ob das überhaupt notwendig ist, jetzt noch eine Mailingliste aufzusetzen, weil es ja auch die OKFN-Liste gibt und wir haben uns diese ganzen Listen alle angeschaut und ich habe dann eigentlich gesagt, das braucht es nicht. Das muss ich jetzt auch ganz offiziell nochmal. Raus, da ist die Tür. Weil ich mir gedacht habe, ja, also es gibt alles, es werden europäische Themen diskutiert in der OKFN-Liste, das war auch die Position, die mir der Olli ans Herz gelegt hat und ich fand das alles sehr plausibel. Ich habe mir lange die OKFN-Liste angeschaut, mich durch diese ganzen Archive geklickt und dachte dann eigentlich, wir starten jetzt diese Umfrage und dann sagen alle ja, danke, wir haben jetzt genug zu tun und in meinem Mailpostfach landet genug. Und anscheinend gibt es genügend Leute, die das cool finden, nur deutsche Themen zu haben oder deutschsprachige Themen vielmehr und die gerne weitere Post in ihrem Mailfach haben wollten und sich gerne austauschen wollten. Es gab dann auch eine Diskussion, nehmen wir Slack oder nicht. Ich war dann gleich für Slack. Ihr wart dagegen? Ja, wir haben einfach auch da nochmal ein bisschen rumgehört und viele Leute, das heißt viele, einige, manche eben auch von großen Häusern, Sascha Venor von der Zeit hat sich auch gemeldet, haben halt gesagt, naja, eine Mailingliste ist halt einfach das Einfachste, das Niedrigschwelligste. Ich muss mich nirgendwo einloggen und das ist halt für viele immer noch das zentrale Kommunikationstool nach wie vor. Und das hat uns dann eben bewogen, nach Diskussionen das jetzt erstmal damit zu versuchen. Und man kann dann ja theoretisch immer noch irgendwas anderes draufsetzen, wenn man merkt, wird jetzt irgendwie doch nicht so angenommen. Da sind wir offen, aber zum Start soll es mal eine Mailingliste sein. Und in der Diskussion vorher kam eine ganz gute Idee auf, nämlich ob man einmal im Monat so eine Art Listenkritik machen könnte, wo sich einer die Themen, die in dem Monat durchgerauscht sind, nochmal vornimmt und seine eigenen Schwerpunkte nochmal setzt und sowas wie eine Blattkritik aber für eine Mailingliste macht. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das müsste man mal ausprobieren, ob man da immer einen Freiwilligen findet, weil ich glaube, es ist nicht sinnvoll, wenn es immer wir sind. Ja, absolut. Ich habe aber also in dem Zusammenhang auch mit
dem Lorenz Marzert mal kurz gesprochen, beziehungsweise mit der Linda Rath-Wiggins, die für datenjournalist.net ist das, immer monatlich oder quartalsmäßig so ungefähr so einen Datenjournalist-Überblick geben, und die würden das auch gerne miteinander verknüpfen dann, und dann könnte man sich da auch vernetzen. Genau. Also wir wollten euch nur sagen, da passiert was, und wir schicken jetzt demnächst einen funktionierenden Link herum, und wir würden uns freuen, da den einen oder anderen von euch zu treffen, beziehungsweise mal auszuprobieren, ob das überhaupt angenommen wird. Eintragen kostet nichts, tut nicht weh, man kann erstmal schön konsumieren, und wenn es dann noch ein paar Leute gibt, die sich natürlich aktiv beteiligen, klar, die braucht es auch, davon lebt die Liste. Ich denke, wir werden ein paar große Köpfe haben, aber es lebt natürlich auch von der Vielfalt, keine Frage. Und jeder hat bestimmt sein eigenes Spezialgebiet, was andere halt nicht so haben.